Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Es geht weiter. Wir waren zuletzt im Büro mit Chloe. Chloe ist jetzt schon rausgegangen. Wir haben alles durchgecheckt. Ich habe auch nochmal die Akten gelesen. War mir da hinten nicht ganz sicher, ob ich da bis zum Ende geblättert hatte in der Aufnahme. Ich habe auf jeden Fall alles durchgelesen, glaube ich, was man hier lesen konnte. Und es ist ja alles sehr merkwürdig. Wir haben jetzt mitbekommen, dass Rachel angeblich mit David, dem Stiefdödel, Stiefscheißer, wie auch immer man ihn nennen will, oder auch einfach Stiefvater oder Freund der Mutter, von Chloe, ja, dass der verdächtigt wird, jetzt mit Nathan Prescott zusammenzuarbeiten, weil die beiden mal im Büro des Direktors erschienen sind. Und ja, meinten, dass Rachel halt ein Drogenkurier war, und wir sind ja auch immer noch auf der Spur, was Rachel Amber angeht. Das alles klingt sehr, sehr merkwürdig. Auch ist es komisch, dass ja, Chloe von der Schule verwiesen wurde, während Nathan ja alles Mögliche hier schon an Scheiß abgezogen hat in der Schule. Tische umhauen, Lehrer beschimpfen, dies und das, Feuerwerk zünden. Also der ist ja total auffällig mit seinem Verhalten. Im Moment ist er ja gerade irgendwie so ein bisschen, ja, beurlaubt, suspendiert, wie auch immer, von der Schule, glaube ich. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, was da passiert, aber er will sich ja schon rächen an Max. Also ich gehe mal davon aus, dass da auf jeden Fall noch was Schlimmes passieren wird oder so. Das wäre natürlich ziemlich übel. Im Moment haben wir noch das Glück, dass Max die Zeit zurückdrehen kann, aber wir wissen, seit Kate ist das auch eine gefährliche Sache. Sie schrieb zuletzt in ihr Tagebuch, so cool, in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen. Selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Talent als Meisterspione nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft. Und Dr. Warren Graham, er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Miss Grant. Warren ist der Einserschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen. Vielleicht zu sehr. Aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. Ja, wir können wirklich froh sein, dass es Warren gibt. Unsere Mutter hatte noch eine SMS geschrieben. So. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber drängst ja auch nicht, ja? Okay, Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir sind sehr stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte, bitte an. Wir lieben dich. Entschuldige, Mama, ich rufe euch gleich an. Versprochen. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Ja, die sollte wirklich mal bei ihrer Mama anrufen. Warum können wir Mama nie anrufen? Wie kann man anrufen? Wir können es gar nicht machen, oder? Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Schauen mal, was passiert. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Die Chloe mal wieder. Kommt immer auf so nette kleine Ideen. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Ja, okay. Dann sind wir hier. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes, nur weil wir jetzt da im Pool wollen. Go otters. Die coolen Otter. Ich hätte da Bock drauf. Oh, Automat. I would love a soda, but I just get wired. Wegen der Limo? Wegen dem Energy Drink vielleicht. Aber hallo, ihr wollt schwimmen gehen. Ich glaube, da ist es auch egal. Boys or girls? Jungen umkleide, Mädchen umkleide natürlich. Ja. Girls, of course. Girls. Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated.
Ja. Gut. Ist hier noch irgendwas Wichtiges oder warum? So, können wir hier eigentlich wieder zurück? Nein. Wir müssen schwimmen gehen. Aber ich mag schwimmen gehen. Sehr gespannt, was wir jetzt hier so... Ah, hier können wir noch ein paar Sachen angucken. I actually don't have the time to investigate this caper. Vermisste Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin schusselig und habe meinen Flexi-Wave-Taucherbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich ewig während der Dankbarkeiten einen 25-Dollar-Gutschein für Bean-Hip-Café verdient. Kontakt Race Siren, Siren Blackwell Academy at Dingensbummens. Und hier ist noch mehr. I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich, dann leite es weiter. Werde noch heute ein Echo-Freiwilliger. Für weitere Informationen www.icecapped.uu. Und da oben? If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Manchmal kann man die weiße Schrift echt schwer lesen, immer auf diesen weißen Hintergründen. Belohnung. Verzweifelt auf der Suche nach meinem Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablet. Ich brauche diese Sachen für den Unterricht und auf dem Tablet befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katzen. Also bezahle ich Bares, ohne Fragen zu stellen. Wenn du etwas weißt oder den Rucksack zurückgeben möchtest, hast du meine Infos, bitte. Hm. Okay. Leider haben wir nichts gefunden, was irgendjemandem helfen könnte. Dann gehen wir da jetzt rein. Ja, mit unserem Handy hier. Gruselfilmmäßig. Was haben wir hier? Those are some musty ass old shirts. Yuck. Ja, es muffelt dann immer so. Where does that other sock go? Ja, genau deswegen sind wir hier. Was ist das hier für ein Spind? Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Autokino. Das Brooks. Okay, das habe ich nicht gelesen gehabt, dass das Brooks ist. Hoffentlich erschreckt uns Chloe nicht gleich wieder. The wit, it burns. Das ist Victorias Schließfach. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Okay. Sehr reif von dir, liebe Max. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Kannst du die fotografieren oder habe ich das gerade verguckt? Mann, blöd, dass man nicht immer einfach... Also Flossen? Ja, okay. Hatten wir ja gerade schon. Und Kates Schließfach. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Arcadia Bay Buslinien, eine Fahrt nach Portland. 2.10.2013. Gültig bis zum 31.12.2013. Okay. Ja, wenn, selbst wenn. Also ich meine, gut, das ist natürlich eine blöde Lösung. Aber die Wahl zwischen sich umbringen und weglaufen, dann ja wohl eher weglaufen. Also von daher hat sie es wenigstens in Erwägung gezogen, irgendwas zu tun. Aber das Ende kennen wir ja und wäre Max nicht gewesen, dann wäre es halt richtig übel ausgegangen. So, hier sind die Duschen, nehme ich mal an. This isn't a desperate cry for attention or anything. Victoria Chase rules. Seifenspender. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Du bist auch ein bisschen eine kleine Schnüfflerin, meine Liebe. Hier sind die Toiletten. Ich will wissen, ob hier irgendwas ist. Graffiti. I hope so, friend. Wo ist diese Rachel? Was ist mit der? Well, we care, dickhead. Dear Kate, I don't care. Gott. Okay. Geht's hier? War ich da jetzt schon? Komme ich da her? Ja, hier komme ich her. Oh, die Geräusche, ne? Ist echt ein bisschen unheimlich hier. So, dann gehen wir da lang. Irgendwo hier müsste ja Madame sein. Ist die schon reingegangen? Nö. Wieso nicht? Ziehen wir uns jetzt mit der nicht um, oder wie? In case I run out of air, I know where to come. Guck mich nur mal ein bisschen hier um, bevor wir zu ihr hingehen. Was haben wir hier? Halloween-Kürbis. Aw, look at the baby Halloween-Pumpkin. Der ist irgendwie echt lustig, süß. Ach ja, ich mag ja Halloween, wisst ihr ja.
mit Kürbissen und so. Coffee and swimming. Good combo. Was haben wir hier Schönes? Yes, we get it. Otters. Aber ich wusste gar nicht, dass Kate da mitmacht. Mit Victoria zusammen, das ist ja auch schön. Kann man auch schön immer sich mit ihr betteln da wahrscheinlich. Don't even think I'm gonna make a move on you. Ah, hier. Hätten wir vorher mal mit ihr reden sollen? Oh, jetzt hat sie sich umgezogen. Okay, ich glaube, wir hätten mal vorher mit ihr reden sollen. Egal. Wir gehen gleich zu ihr. So, the big plan is win. Dann ist es eben so. Haben wir uns mal nicht mit ihr unterhalten. Auch wenn wir es hätten gekonnt wahrscheinlich. Sie hätte uns sicherlich hier sowieso rübergeschickt. Ja gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles durchgecheckt. Wie ist das hier am Schreibtisch? Ich war noch nicht auf der Innenseite, glaube ich. Kann ich hier noch irgendwas von innen machen? Nein. Gut, dann gehen wir rüber zu Chloe. Was war mit der Tasse immer? Ich habe die jetzt schon so oft Coffee irgendwie... and swimming. Genau. Good combo. Denk dann immer, vielleicht gehört die jemandem bestimmten. Schwimmbrett. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Ich habe gar nicht gesehen, wie Chloe reingesprungen ist. Was macht denn die Chloe da? Sie schwimmt. So, guck, wir können wieder mit ihr sprechen. Mache ich das oder? Auflassbarer Hai. Just when I thought it was safe to go back in the water. Okay, jetzt mal hier nebenbei so ein bisschen Screenshots machen. Fotos. Ich bin natürlich immer auf Fotojagd. Wir sind eine wandelnde Kamera. Wir müssen Fotos machen. Und wir haben in den letzten Part so viel gequatscht. Guck mal, hier können wir bestimmt hoch, ne? Aber will sie sich nicht mal umziehen, Mädel? Gästeliste. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Soll ich da Namen ausradieren? Was ist das jetzt genau? Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Ach, machen wir das? Nein, wir lassen das. Wir fassen keine Listen an. Was soll das? Wir haben keine Angst vor irgendwelchen Leuten, die uns da begegnen könnten. Im Gegenteil, wir wollen ja da teilweise sogar ein bisschen aufmüpfig sein, denke ich mir. Weil wir, also nicht aufmüpfig sein, aber ich meine, je mehr passiert, desto mehr wissen wir eigentlich, was wirklich los ist. Wenn die Leute sich selber scheiße benehmen, dann ja. Oh yeah, baby. It feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Cowabunga! Ja, süß. Einfach rein. Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Ach, süß. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like... this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Was wäre, wenn, dank dir? Ja, komm. Not that time.
But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? I don't know. Well, I do, okay? So, just listen to Captain Chloe. I'm trying. As long as we don't waste this power. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Like Warren. Warren ist nett. Du bist die tödliche Punkerin. Igitt. Nein, wir mögen Warren und wir sind froh, dass wir Warren haben. Und so langsam ändere ich halt meine Meinung auch, dass es nicht doch schön wäre, wenn Max und Warren zusammen wären. Also er steht ja wirklich irgendwie offensichtlich auf sie. Aber man kann anscheinend es selber auch so ein bisschen lenken, ob man will, dass Max auch Warren will. Es gibt ja aber gerade keinen anderen. Also wenn wir jetzt irgendwie drei Alternativen hätten und sagen könnten, okay, den will sie glaube ich wirklich und der passt echt super zu ihr. Warren ist halt echt nett und warum nicht? Du bist die tödliche Punkerin, könnten wir auch sagen. Ich sag mal, Warren ist nett. Warren ist nice. Nice? Ouch. That means friendzone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Ja, dann müsst ihr mal ein bisschen because mehr schwimmen. We're yapping instead of attacking each other. Otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Ja, ihr müsst halt auch ein bisschen schwimmen, ne? Sonst wird einem kalt, Leute. Finde ich aber cool, dass sie das gemacht haben. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Oh. Hi. Scheiße. Jemand kommt. Was können wir tun? Vielleicht uns einfach an die Klos verziehen? We have to go now. Ja, was soll ich machen? Wo soll ich hin? Wir müssen natürlich dann... Da geht's nicht lang. Ja, dann komm. Are you shitting me? Shit. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power, or just look for a hiding spot. Nein, wir verstecken uns. Hello? Oh, der kommt bestimmt und checkt alle Klos ab, oder? Hello? Scheiße! Ist der doof, dass der nicht in die Klos reinguckt. Better not try any Halloween pranks after today. Serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Ich weiß nicht, wo Max ist. Da ist Chloe. We are so invisible. Let's bail. Oh, wir haben es geschafft. Aber der ist auch ein bisschen doof, dass er da nicht reinguckt. Turn around. They're coming. We have to find another way out. Und dass er das auch nicht sieht. So. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car.
Get in! Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Oh, scheiße. Yes, we so are. Das war aufregend, aber hat Spaß gemacht. Die sich wohl voll Sorgen machen, wo Max jetzt auch ist, in der Schule so. Ich meine, nach dieser Kate-Geschichte, wo ist die auf einmal? Die anderen pennen doch immer mit ihr. Ja, wir machen natürlich als erstes das Selfie. Always remember this moment. Wir machen immer ein Selfie. Fotobomb! Photohog. Voll süß, die beiden. Im Moment. Finde ich irgendwie schön. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch, come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. Ach schön, da sind die beiden, Max und Chloe. Und Max hat jetzt heimlich da übernachtet und die beiden haben einen nächtlichen Ausflug gemacht. Wir haben es geschafft, da rauszulaufen, ohne dass uns der David entdeckt hat. But it was awesome. Ein schöner Moment. What kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. Yeah. I don't want to get stuck in time. Das wäre ziemlich fatal. Und irgendwas ist das letzte Mal halt auch passiert. Sie kriegt jetzt Nasenbluten und was weiß ich. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Max, aber im Moment ist alles schön und diesen schönen Moment sollte man genießen. Trotzdem mache ich jetzt einen Cut, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Life is Strange. Wenn wir nicht aufstehen, fangen sie aber weiter an zu reden, oder? Ach, diese Aufnahmen will man ja eigentlich auch nicht unterbrechen. I can feel it when we kiss. So many men stronger than me have thrown their backs out trying to live. Wir stehen auf. Okay, I need to get dressed now. Und ziehen uns im nächsten Part an. Da schreibt uns auch schon Warren. Das alles sehen wir im nächsten Part mit den nächsten Entscheidungen und aufregenden Erlebnissen bei Life is Strange. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen.